Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Ja, und heute zum Wochenende, da will ich euch mal einen kleinen Schlüssellochblick gewähren. Ihr wisst ja, dass wir dieses Jahr, jetzt wird es nämlich mittlerweile ganz konkret, einen Fonds auflegen werden. Und zwar einen Fonds, der sich natürlich auch mit Optionsstrategien beschäftigen wird. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was ist denn überhaupt anders bei einem Fonds, als wir das jetzt hier so als private Trader machen können. Und ich will euch heute in diesem Video und auch morgen im Video, ne, also gibt wieder ein Video auf zwei Kanälen, will ich euch einfach mal vier Vor- und vier Nachteile aufzeigen, die ich momentan erkenne, wenn man für einen Fonds anstatt als Privater handelt. Wir fangen heute an mit vier Nachteilen. Klar, am Ende müsste es immer was Positives sein, deswegen gibt es morgen auf dem Jens Rabe Kanal dann die Vorteile, heute erstmal die Nachteile und da werden vielleicht ein paar Sachen dabei sein, die ihr euch gar nicht so gedacht habt. Also los geht's! Ich habe mir mal diese Punkte hier aufgeschrieben. Ne? Also ich habe das berühmte Adenauer-Kreuz gemacht. Das habe ich mal früher so gelernt, wenn man eine Entscheidung treffen muss. Einfach so ein Kreuz, rechts plus, links minus, gerne auch umgekehrt. Und dann die positiven und die negativen Aspekte aufgeschrieben. Und da, wo mehr steht, danach soll man dann seine Entscheidung finden. Ne? Adenauer-Kreuz, weiß nicht, gibt es glaube ich auch unter Bismarck-Kreuz. Aber so habe ich es auch mal hier gemacht und habe mir mal aufgeschrieben, was gibt es denn für Vorteile, wenn ich jetzt demnächst für einen Fonds handeln werde und was gibt es für Nachteile. Fang mal erstmal an, damit ihr vielleicht so ein bisschen wisst, was wir da überhaupt machen werden. Dieser Fonds wird ein Fonds sein, der sich vorrangig an institutionelle Kunden wendet, die jetzt nicht so sehr eine Optionsstrategie suchen, die ihnen im Jahr 10, 15, 20% Rendite bringt, sondern die etwas suchen, was im Jahr so eine Zielrendite hat zwischen 4 und 5%. Jetzt mag der ein oder andere sagen, wieso sollte denn jemand einen Fonds kaufen, der 4 oder 5% Rendite bringt? Aber da müsst ihr jetzt ein bisschen umdenken, müsst euch mal in das Denken eines institutionellen Anlegers hineindenken, zum Beispiel einer Pensionskasse. Und so eine Pensionskasse, eine Versicherung beispielsweise auch, die müssen ja permanent Ausschüttungen tätigen. Und denen ist es also viel wichtiger, dass man permanent Erträge erwirtschaftet, als zu sagen, ich habe vielleicht einen höheren Ertrag, kann aber auch zwischendurch sehr, sehr große Schwankungen haben, wie man das beispielsweise am Aktienmarkt macht. Und für viele ist es ganz einfach so, wenn wieder Bonds 3, 4, 5% zahlen würden, dann würden viele wieder in sichere Staatsanleihen gehen. Da es das aber heutzutage nicht gibt, gibt es eben jetzt viel Nachfrage nach solchen alternativen Produkten und da werden wir uns eben auch platzieren. Also Zielrendite 4 bis 5%, wie gesagt mit einer Schwankungsbreite von vielleicht 10%. Das ist das, was unsere Investoren akzeptieren müssen und auch werden. Wir haben ja schon sehr viele Zusagen auch von institutionellen Anlegern. Das heißt also, wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken machen, ob es losgeht, sondern wir wissen, dass es losgeht. Und das Ganze wird, ist jetzt bei der BaFin alles, wird wahrscheinlich so im Mai, Juni dann in etwa starten. So, das nur mal drumherum, dass ihr so ein bisschen wisst, um was es geht. Mal sehen, wir werden sicherlich später auch mal noch einen Fonds platzieren, der dann auch für Privatanleger mit etwas höherer Renditeerwartung konzipiert ist. Aber momentan, das ist für uns als Businessmodell einfach wichtiger, werden wir erstmal hier unsere institutionellen Interessenten bedienen. Was sind jetzt die Nachteile, die ich für mich erkannt habe, wenn man für einen Fonds handelt? Und ich habe mal vier Stück aufgeschrieben und ich habe sie auch ein bisschen der Reihenfolge nach benannt. Natürlich vergleiche ich das jetzt einfach mit meiner Situation als privater Händler. Ne? Als privater Händler ist man natürlich sehr, sehr frei in seinen Entscheidungen. Man hat hier irgendwo ein Konto bei IB, bei Links, bei CapTrader, wo auch immer, drückt auf den Knopf und dann ist es gut. Als institutioneller Händler ist das natürlich in dem Bereich, was wir machen, ein bisschen anders. Punkt Nummer eins, der mir aufgefallen ist, Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt einen Trade als privater Händler umsetzen will, dann mache ich meine Analyse. Dann sage ich, okay, so und so will ich mich positionieren und dann drücke ich einfach auf den Knopf. Ne? Dann drücke ich auf den Knopf und dann verkaufe ich eben ein paar Optionen und mittlerweile, gerade in elektronischen Märkten, ist es ja auch möglich, relativ große Positionen für einen Privaten auf Knopfdruck relativ schnell zu handeln. Also gerade jetzt hier das Video, weil immer mal gefragt wird, nein, ich sitze jetzt nicht am Wochenende im Büro, sondern das Video ist natürlich aufgezeichnet. Gerade jetzt eben, wir haben vor ein paar Minuten hier noch Trades gemacht, wir haben ich glaube 250 Optionen innerhalb von einer Minute durchgehandelt, also einfach Knopfdruck, Klick, Klick, Klick und da war das durch. Das hier geht jetzt schon ein bisschen komplizierter, ne? Also das dauert jetzt schon bei einem Fonds ein wenig länger und zwar
ist es zum Beispiel gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir sehr viele Trades übers Telefon machen werden. Ne? Also, dass wir nach wie vor bei einem Broker anrufen werden. Wir haben einen sehr, sehr guten Broker bekommen. Ich darf auch noch nicht alles sagen. Das hängt damit zusammen, weil es noch in der Zulassung ist. Deswegen dürfen wir da noch nicht alles sagen. Aber wir haben einen sehr guten Broker. Einen Broker, wo man als Privatkunde gar nicht hingehen kann. Ne? Der nimmt nur institutionelle Kunden. Also da musst du schon ein paar Millionen mitbringen, damit du überhaupt bei dem ein Konto machen darfst. Und da ist es aber eben so, wenn du da eine Order durchdrücken willst, bevor wir überhaupt eine Order machen, müssen wir erstmal eine Prüfung machen. Das heißt, wir müssen das Produkt, was wir handeln wollen, das durchläuft erst einen Prüfungsprozess. Das heißt, ich gebe das in eine elektronische Plattform ein, dann prüft ein System, ob dieser Trade überhaupt zu den Richtlinien des Fonds passt. Also wenn ich mal ein Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich kaufe jetzt russische Aktien und russische Aktien sind aber in unserem Fonds gar nicht zugelassen, dann würde mir das System das zurückweisen. Das heißt, dann dürfte ich das gar nicht. Aber selbst wenn ich eben Optionen handeln will, die natürlich in unserem Fonds zugelassen sind, dann dauert das eben ein paar Minuten, bis ich von dem System eine Rückmeldung bekomme. Jawohl, du darfst diese Option handeln, du darfst auch die Größenordnung handeln. Das hat durchaus auch Vorteile, das werde ich euch dann morgen erklären, warum das auch ein Vorteil ist. Und erst danach kann ich dann zum Hörer greifen, kann meinen Broker anrufen, kann sagen, okay, los, mach mir diese Order. Ne? Und daran sieht man schon, warum ist das. Ist ja immer die Frage, warum macht denn ein erfolgreicher Daytrader keinen Fonds? Weil es gar nicht geht. Ne? Ein Daytrader kann keinen Fonds handeln. Die Geschwindigkeit, bis eine Order von der Entscheidung des Händlers an der Börse ist, bis das durch ist, da vergehen etliche Minuten und jetzt sind wir kein Aktienfonds, aber das kann natürlich, gerade wer milliardenschwere Positionen aufbauen will, das kann Wochen dauern, bis man solche Positionen aufbaut. Da hat ein privater Händler ganz klar einen Vorteil. Wir sind mit allen Positionen sehr schnell raus und wir sind mit allen Positionen sehr schnell drin als Private. Für einen Fonds dauert das wesentlich länger. So. Zweiter Punkt, und das wird, glaube ich, sehr, sehr viele überraschen, das sind die Gebühren. Man glaubt ja immer, dass institutionelle Händler so viel billiger handeln als private. Und das ist ein Zahn, den man sich relativ schnell ziehen lassen muss, wenn man in diese Branche kommt. Man muss ja sehr, sehr klar unterscheiden, wer da wie handelt. Ne? Also ein Händler, der selbst ein professioneller Händler, der selbst Börsenmitglied ist, oder die Jungs, die ich alle noch kenne, die Börsenmitglieder der CME sind, also Anteilseigner, die früher auf dem Parkett standen, auf dem Pit in Chicago, die haben tatsächlich extrem geringe Gebühren gehabt. Ne? Also das heißt, ich weiß, und die haben Daytrading gemacht, die haben es geskypt und haben irgendwie ein paar Cent für einen Trade bezahlt. Haben teilweise Pauschalen gehabt, dass sie gesagt haben, wir zahlen im Monat so und so viel $1,000 Gebühr und da sind alle Trades drin. Ne? Das ist eine Ausnahme. Die Masse, gerade der Fonds, bezahlt durchaus hohe Gebühren. Ne? Also da kann man, wer zum Beispiel jetzt ein Konto bei IB hat, oder selbst wer ein Konto bei CapTrader hat oder bei Linksbroker und da ein bisschen nachverhandelt, der wird in den meisten Fällen weniger bezahlen, als man es als Fonds macht, als institutioneller Händler. Ne? Und das ist also ein völliger Irrglaube, dass man also bei Institutionellen so viel weniger bezahlen würde. Und das werden jetzt auch einige nicht glauben und die werden dann auch logische Begründungen darunter schreiben, warum das nicht so ist. Aber glaubt mir, es ist einfach so. Wir haben uns wirklich mit vielen unterhalten und natürlich, je größer man wird, also wenn man dann mal ein paar Milliarden irgendwie im Investmentfonds hat, dann kann man natürlich auch dann nochmal nachverhandeln und dann bekommt man auch gute Gebühren. Aber gerade wenn man als Fonds, wir werden vielleicht mit 10 Millionen starten, wenn man da loslegt, dann sind die Gebühren durchaus, naja, sagen wir mal, da würde ein Privater eher mit der Stirn runzeln und sagen, oh, da gehe ich doch aber hier woanders hin. Ne? Und das ist also durchaus etwas, wo ein privater Trader durchaus einen Vorteil gegenüber einem institutionellen hat, weil wenn du als privater Trader 10 Millionen hast, naja, okay, dann kriegst du bei IB natürlich sensationell gute Gebühren. Da sind wir hier momentan sehr, sehr weit entfernt. Das heißt, die Hürden, um da vernünftige Gebühren zu bekommen, sind deutlich, deutlich höher. Also um euch mal, wie gesagt, auch das alles noch, darf man nicht so im Detail alles momentan nicht bekannt geben, steht ja in den Fondsprospekten, aber geht mal davon aus, dass eine Future-Option durchaus im Round-Turn $4-5 kosten kann. Ne? Und $4-5
das ist jetzt ja nichts, wo du denkst, hey, ein Fonds, das ist jetzt so wahnsinnig billig. Ja? Damit kann ich immer noch gut leben, damit kann ich immer noch gut handeln, aber es ist bei Weitem nicht so, wie jetzt einer denkt, dass da irgendwie hier 20 Cent oder so anfallen. Okay, dritter Punkt, wenn du einen Optionsfonds, das hat jetzt speziell mit einem Fonds für Optionen zu tun, wenn du einen Optionsfonds auflegst im Deutschsprachigen oder im deutschen Raum, also das heißt in Deutschland, und du möchtest den so gestalten, dass ihn institutionelle Anleger kaufen können, dann wirst du wahnsinnig beschränkt in deinem Kosmos dessen, was du überhaupt handeln darfst. Also, ganz konkretes Beispiel. Ich habe heute Kaffee-Optionen gehandelt. Ne? Ich habe heute Optionen in meinem privaten Konten auf Kaffee gehandelt. Wir hatten da einen Strangle, das heißt oben Calls, unten Puts. Schöner Trade gewesen. Mein Lieblingsmarkt als privater Trader ist Crude Oil in einem institutionellen Fonds, der nach sogenannten UCITS-Regeln aufgelegt wird. Also so, dass er in Deutschland von allen institutionellen Anlegern auch gekauft werden darf. Das heißt eben von der Zielgruppe Versicherung, Pensionskassen und so weiter, sind zum Beispiel Rohstoffoptionen komplett ausgeschlossen. Ja? Das heißt also, man darf hier weder Lebensmittel handeln. Lebensmittel lehnen auch die meisten institutionellen mittlerweile grundsätzlich ab. Das heißt, das dürfte sowieso nicht. Aber selbst so Dinge wie Gold oder wie Erdöl können in den meisten Fondsvehikeln nicht gehandelt werden. Sie dürfen einfach nicht gehandelt werden, weil es nicht den Richtlinien entspricht. Und es gibt, glaubt mir, es gibt unheimlich viele Richtlinien, die man bei einer Fondsauflage beachten muss. Und das war für uns auch interessant. Und wie gesagt, es gibt andere Varianten, die man auflegen kann, wo dann auch wirklich jeder oder jede Option, die es am Markt gibt, gehandelt werden kann. Aber diese Fonds oder so eine Konstruktion würde niemals ein institutioneller Anleger kaufen. Das heißt, wenn einer sagt, hey, du bist doch so ein super Crude Oil Händler, ne? Du bist doch so super erfolgreich mit Erdöloptionen, dann leg doch mal einen Fonds auf und dann können doch die ganzen Institutionellen, die hier dich mit Geld überschütten, ne? Können sie eben nicht. Ne? Das heißt, du bekommst in Deutschland zum Beispiel keinen Hedgefonds aufgelegt, sondern es geht nur offshore, das heißt, du musst irgendwo anders hingehen, wo du das machen kannst. Das geht natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Aber eine deutsche Pensionskasse, eine deutsche Versicherung, ein deutsches Versorgungswert wird nie im Leben auch nur einen einzigen Cent bei dir investieren, und zwar, weil sie es gar nicht dürfen. Deswegen Rohstoffe ausgeschlossen. Ganz klarer Vorteil wieder für den privaten Händler. So, und jetzt letzter Punkt, Punkt Nummer 4. Wir alle lieben ja ETFs und wir alle handeln vor allen Dingen sehr gerne Optionen auch auf ETFs. Und hier haben wir jetzt zuletzt noch eine spannende Sache kennengelernt, nämlich auch da gibt es wieder nach der neuen Regel, der MiFID-Regel, gibt es jetzt auch wieder Verbesserungen. Ja, alles, was ja Regulierung ist, ist ja immer eine wahnsinnige Verbesserung. Und hier kommt es zum Beispiel, dass wir keine Optionen auf amerikanische ETFs handeln dürfen. Ne? Das heißt also, weil die meisten dieser ETFs sich ganz banal gewissen Strukturen sich nicht in Deutschland unterwerfen, ne? Die stehen nicht im Bundesanzeiger und so weiter, und deswegen sind sie steuerschädlich. Das ist für den Privatanleger relativ wurscht, das interessiert niemand. Der Insti sagt aber, nein, das darf ich nicht in meinen Büchern haben, und deswegen darfst du zum Beispiel auf den Spider, ne, ganz simpel auf den Spider, also auf den SPY, darfst du keine Optionen in diesem Fonds handeln, weil es eben ein ETF ist. Wäre es ein ETN, also eine Exchange Traded Note, dann ist es ja wie eine Anleihe, dann darfst du allerdings wieder Optionen darauf handeln. Auf eine Indexoption wie den SPX darfst du es auch, oder auf den Mini S&P Future darfst du auch wieder Optionen handeln, aber auf ETFs, die in Amerika aufgelegt sind, darfst du es nicht. Und der ETN muss einfach hier in Deutschland erwerbbar sein, also eine Note geht, ein Fund geht eben nicht. So, und da seht ihr mal, und das hätten bestimmt einige nicht erwartet, manche Dinge wusste ich, manche Dinge wusste ich auch nicht, dass es gar nicht so simpel ist, einen Fonds aus der Taufe zu heben, wenn man sagt, ah, ich habe ja ein gutes System und ich kopiere das mal. Und jeder, der von euch da draußen handelt, egal ob er jetzt wie ich hier Optionen handelt oder ob er irgendwas anders handelt, und dem irgendeiner mal wieder erklären will, dann lügt doch einfach einen Fonds auf, ne? Dann wisst ihr in der Regel, dass das jemand sagt, der nicht allzu viel Ahnung hat. Ne? Und jetzt haben wir heute nur über Nachteile gesprochen, beziehungsweise sehen wir es doch mal positiv. Sehen wir doch mal, dass wir als Private
absolute Vorteile haben. Wir können viel billiger handeln als Instis. Wir sind sehr viel schneller. Wir können viel mehr Produkte handeln als Institutionelle. Jedenfalls so die bekannten Produkte können wir viel einfacher handeln. Das heißt, wir sind viel freier in unseren Entscheidungen. Ne? Das heißt, der Institutionelle hat gar nicht so den, in den Bereichen gar nicht so den Vorteil. So, und morgen auf dem Jens Rabe-Kanal werden wir dann allerdings mal über Vorteile sprechen, die man mit einem Fonds hat. Und ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Schaltet also ein, morgen früh wird das Video veröffentlicht. Kommt also auf den Jens Rabe-Kanal, schaut euch das Ganze an. Und ich hoffe dann, dass natürlich auch viele, die morgen im Jens Rabe-Kanal reinschauen, nochmal zurückkommen hier auf den Optionsstrategien-Kanal. Ich danke euch für eure Zeit, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder am Montag schon mit einem neuen Video. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.